Hallo, meine Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Angespielt. Six Guns heißt die heutige App und ist ein wildes Western-Spiel, so wie es aussieht. Wir haben die Möglichkeit zwischen Einzelspieler und Mehrspieler und eine Lotterie. Wir würden sagen, wir machen erstmal den Einzelspieler, um zu schauen, worum es in diesem Spiel denn überhaupt geht. Gameloft präsentiert. But he won't get his meal today. Must have had a hell of a night last night. Where am I? Where the hell is my horse? Of course, every night's a hell of a night. When you spend it drowning your memories in the bottom of a bottle. My paw always Six cats. When in doubt, head west. Looks like the old bastard was right. Hopefully they got some whiskey for me. Looks like trouble. Please! Last thing I was hoping to find. Don't think the lady wants to dance. Mind your own business, cowpie. But then again, trouble always finds me. Ja, so ist das. Wir kämpfen jetzt also gegen diese beiden. Auch wenn wir Ärger vermeiden wollten. Hilfe bitte, rette mich vor diesen Banditen! Hilft der Dame. Bewege das Steuerelement, um zu gehen und zu rennen. Bewege es jetzt. Ist das stehen bleiben? Bam! Wir haben die Waffe aus der Hand gekloppt und jetzt nehmen wir uns die bestimmt. Nahkampf. Großartig, den hast du eine Lektion erteilt. Vielen Dank. Für die nächste Aufgabe brauchst du eine Waffe. Ich will eine Waffe. Berühre zuerst das Shop-Symbol, um den Shop zu öffnen. Die ist ziemlich gechillt dafür, dass sie gerade, ne, rostiger Revolver. Ich werde dir helfen, aber zunächst solltest du mir helfen. Über die Karte kannst du Aufgaben direkt anspringen. Wie funktioniert das? Berühre die Minikarte, um die große Karte zu öffnen. Berühre den Ort einer Aufgabe, um sie zu aktivieren. Prosperidad. Die Granger-Bande ist unterwegs in die Stadt, um alles kurz und klein zu schießen. Wenn du ein bisschen zurückballern könntest, wären dir alle hier dankbar. Töte die Plünderer. Berühre das Pferd-Symbol, um ein Pferd zu rufen. So, wir sollen jetzt also erstmal nach vorne reiten. Wir sollen ja also durch die Checkpoints jetzt erstmal reiten. Interesting. Berühre oder halte das Sporensymbol, um schneller zu reiten. Oben links habt ihr übrigens diese Sporen, die Ausdauer sozusagen vom Pferd. Wie lange wir das so schnell durchziehen können. Außerdem ist ein Grüner auf der Map, das heißt also, er ist freundlich, denke ich. Ja, berühre und halte das Schießensymbol. Okay, ist ein Autofokus auch noch mit drauf. Nice Sache. Level 2, du hast vorhin Gegenstände aktiviert. Eine Burnset-Karabiner. Du hast das Tutorial beendet. Erste kostenlose Benachrichtigung. Nein, nicht jetzt. Okay, ich bin jetzt offiziell ein ganz harter Western-Knall-Typ, wie auch immer. Da hinten brennt's. Soll ich jetzt etwa hin? Ja. Story. Okay. Du kannst sofort zur ausgewählten Aufgabe reisen, wenn du das Symbol berührst. Achso, Schnellreise sozusagen. Das ist natürlich chillig. Bekämpfe die Banditen. Wo bin ich denn? Da bin ich. Tschung. Vielleicht ein bisschen Richtung Kopf.
Okay, nach 6 Schuss muss er natürlich nachladen, ja, sehr logisch. Leute, ist mein Pferd getötet worden? Dann sind aber noch mehr. Kopfschuss. So, da sind die 6 Schuss raus. Kopfschuss. Bam. Rette das Fräulein. So, wir haben oben auch unsere HP, unsere XP und unsere Gold. Mit dem Handsymbol kannst du mit den Gegenständen und Personen interagieren. Ich will doch nur in Richtung Kopf schießen. Du bist so dämlich, ey. Ich habe nur noch 9 Leben gehabt gerade, aber da ich Level 3 erreicht habe, denke ich mal. Banditenhut habe ich erreicht. Ich denke, wir kriegen Full Life immer, wenn wir... Genau, lösche das Feuer. Das ist ja nice. Guck mal, da ist auch noch was anderes. Was ist denn das da? Traumfänger in Arizona. Jemand hat all diese mysteriösen Artefakte überall in Arizona platziert. Seither haben die Leute schreckliche Albträume. Finde und zerstöre Artefakte, wenn du helfen willst. Zerstöre die 35 Traumfänger. Nice. Ey, wie geil ist das? Das erinnert mich so ein bisschen an Tomb Raider. Da muss man mich auch diese Dinger zerstören. Boah, das ist ja geil. Da dann ist noch eins. So, 3 von 35 zerstört. Was ist das? Okay, gar nichts. Aber wir können auf jeden Fall chillig rumlaufen. Okay, das ist nichts. Na gut, dann wollen wir mal das Feuer löschen, ne? Ganz chillig. So, hier, komm. Was ist denn das da? Achso, näher ran. Bäm, ja, na ganz klar, na logisch. Holy shit. Mega logisch. Na. Aber hier hinten, der ist, brennt noch, genau, wollte ich schon sagen. Na, das Haus daneben brennt noch, das ist ein cooles Spiel. Bam. So. Damit sollten wir die Feuerin gelöscht haben. Heißt ja, wird Rache. In dieser Gegend gibt es praktisch kein Gesetz. Wenn ich dafür sorgen möchte, dass diese junge Frau in Sicherheit ist, werde ich Hilfe von außerhalb benötigen. 150 Erfahrung, 150 Gold. Bitte warten. Ja, ja, interessant. Die Welt ist groß. Du kannst bei Schnellreise nach Oregon gelangen. Kann ich? Das said I could keep it if I got the sheriff to take out the bandits raiding her homestead. Normally I wouldn't get involved in things of this sort. But I was raised to always help a lady. Especially one all alone out here in the Badlands. Thank you, darling. Darling? I'm so glad you're here. There's something important we need to talk about. Darling, I'm scared. Please, don't! Ja, die schlimme Erinnerung. Every time it does, I start to think about my wife. Imagine how she died. Luckily, there's a medicine for that. I'll pick some up from the barman. Nennt sich Alkohol. Das ist aber keine Lösung dafür. Williamson Ranch. Möchtest du davon, wie das die neuen Elixiere bewirken? Ja. Der Verstimmer. Mach mit dieser fiesen Kettensäge Hackfleisch aus deinen Feinden. Also gibt ordentlich krasse Waffen später auch noch. Was, das, was der da hinten in der Hand hat, ist auch ziemlich nice. Bürger von Socorro, lasst euch diese Gelegenheit nicht entgehen. Kommt und wir erzeugen der erstaunlichen Kräfte von Stu's Wunderelixier. Es fördert euch Energie, reinigt eure Stirnhöhe, macht euch stärker, schneller und ausdauernd und kann sogar hartnäckige Flecken von euren feinen Stiefeln irgendwie was. Wir holen sie ganz zurück, wir haben das Elixier gekauft. Oh mein Gott, so schnell.
Du bist der Lüge noch ein noch größerer Dieb als wir. Und jetzt werden wir unsere Stattung aus deinem schäbigen Fell prügeln. Oh Mist. Bitte hilf mir, ich wollte diese brutalen Banditen nicht betrügen. Sie haben das Elixier wahrscheinlich einfach falsch benutzt. Ich meine, natürlich funktioniert das. Ich beweise es dir, wenn du mich rettest. Bam. Benutze das Berserker-Elixier. Damit richten deine Waffen für eine Weile mehr Schaden an. Bam. Ja, sieht man schon. Na. Egal. Besiege die Verstärkung der Banditen. Na, Logo. Und jetzt probier das Maskerade-Elixier. Das macht dich für deine Feinde für eine Weile unsichtbar. Batsch! Wie mies ist das denn, Alter? Wie lange hält das Elixier? Steht nirgendwo da, wa? Warum ist das nur kritisch, Alter? Das muss doch ein Kopfschuss sein. Wo ist denn hier bitte der Kopfschuss? Naja. Fange den letzten lebenden Banditen. Schnell, benutze jetzt das Turbo-Elixier, es macht dich für eine Weile schneller. Boah, heftig, Alter. Aber in den Arsch getreten. Nice Elixier auf jeden Fall. Puh, das war knapp. Danke, dass du mich gerettet hast. Bist du jetzt überzeugt, willst du meine Elixier kaufen? Kostet bestimmt echt Geld. Echt Geld, Währung. Kannst du das glauben? Ich habe es zugerettet und er gibt mir trotzdem kein Gras Elixier. Wie niedlich kann man sein? Jo, Arschloch. Schlangenöl Stew. Als Mission, glaube ich. Wo bin ich denn aktuell? Story. Beschütze die Zivilisten. Bitte warten. Achso, oben rechts. Guck mal, oben rechts sehe ich bei meinem Revolver die Munition. Verstehe, verstehe. Wenn ich jetzt schieße. Ja, okay, wunderbar. Ups, sorry. Ich wollte das Pferd hier nicht angreifen. Achso, warte mal, hier sind da bestimmt auch irgendwo diese komischen Traumfänger. Oh, hier muss man echt suchen. Naja, ich glaube, ich weiß nicht, ob sie hier sind oder. Doch, da oben ist einer. Achso, klar, Arizona und Oregon, da verstehe, das sind unterschiedliche wieder. Ach du Kacke. Ach du Kacke. So, nun? Lot of nerves showing your face here, you sick son of a... There's been a mistake. I didn't kill anyone. I ain't been around here in days. Tried weeks! Went to check on you and found your house full of body parts. You're up to something sick. You and that wife. Darling? Darling, I'm scared. I don't... Could that have happened? Folks seen your wife wandering around at night. Acting mysterious and strange-like. Sheriff, my wife is dead. Died weeks ago. This town is ours! Banditen! Oh mein Gott! Er hat sie also nicht getötet. Okay, die haben ziemlich viel Leben. Holy shit, haben die viel Leben.
Oh, ich habe noch Munition, sehe ich gerade. Wenn deine Munition noch mit, kannst du, ja, okay. Ich muss 30 dafür bezahlen. Oh, ich habe ziemlich viel Munition dazu bekommen. Muss man also echt mit der Munition echt sparsam sein. Arschloch. Okay. Bam. Kopfschuss? Alles klar. Eine minimale Streuung, das Ding, oder was? So, irgendwo ist noch einer. Hier oben rechts scheint noch einer. Da ist noch einer. Durch das Holzding durch. Aber Kopfschuss sind echt schwierig, ey. Scheint nicht so richtig zu funktionieren. Irgendwie bin ich unbesiegbar, oder? Und dann am Ende mache ich einen Kopfschuss, oder was? Wie dumm ist das denn, ey? Hinter mir? Tatsache. Ist das ein Böser? Nö. Gem's Saloon. Kopfschuss, klar. Ist immer sehr, sehr logisch. Hab ich wieder keine Munition mehr. Wie lange gefragt? Hoffentlich habe ich mir damit das Wohlwollen des Sheriffs verdient. Ja, sicherlich. Ich habe ihm die Haut gerettet, alles klar. Also, folgendes ist passiert. Er ist der Sheriff. Ich wurde von den Banditen abgelenkt und du konntest entkommen, verstanden? Wir haben uns also sein Wohlwollen verdient. Nicht jetzt. Level 5 erreicht. Na, jetzt ist nochmal freigeschaltet. Gar nichts anscheinend. Wir nehmen einfach ab. Fertig. Gut, Freunde. Das war's gewesen mit dem Angespiel zu Six Guns. Ein ziemlich interessantes Spiel, muss ich sagen. Was habe ich denn hier oben? Ach, ein Daily Login Bonus, nice. Kann man ja so bis zu Tag 30, dann kriegt man 15 Sterne, so eine Premium-Währung und 50, keine Ahnung, was das ist. Vielleicht Erfahrung glaube ich nicht. Bin ich mir unsicher. Ja, Six Guns war es angespielt gewesen. Interessantes Spiel, muss ich sagen. Also hat wirklich eine gute Story. Und auch so eine Open World, also krasse Sache auf jeden Fall, dass man hier überall einfach mal hinreisen kann und selbst selber hinreisen kann, weißt du? Du kannst überall selber wohin. Du kannst auch zum Beispiel in dieses Bärengebiet rein. Du kannst zu den Füchsen. Du kannst überall hin, so würde ich einfach mal denken. Interessantes Spiel, sehr, sehr umfangreich. Und ja, wer spielen möchte, wieder Bescheid, Musik legen zum Spiel. Six Guns mit angespielt, war es das gewesen. Interessantes Spiel und würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei angespielt. Ciao!